Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die AfD hat am letzten Sonntag 12,6% bekommen. Und Sie alle ärgern sich drüber. Und ich verstehe das. Es ist jetzt und schon vorher von einer angeblichen Spaltung der Gesellschaft die Rede. Spaltung? Hören Sie mir doch einfach mal zu. Spaltung ist offenbar schon dann, wenn einige eine andere Meinung haben als der Rest. Ich dachte immer, es sei Teil des demokratischen Diskurses, wenn unterschiedliche Meinungen angehört und diskutiert werden. Oder habe ich einfach eine altmodische Vorstellung von Demokratie? Ich habe mich schon vor der Wahl gefragt, warum schlagen die anderen Parteien so dumm und besinnungslos auf uns ein? Wissen die etwa nicht, dass sie damit genau das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen? Geprügelte Hunde werden durchaus gewählt, vor allen Dingen im Osten. Wussten Sie das nicht? Dann werden Sie das lernen an dem Ergebnis, was am letzten Sonntag kam. Dieses Letzte ist vermutlich ein Teil der Erklärung. Die andere, wesentlichere für Ihre Reaktion ist, dass Sie wissen oder mindestens fühlen, dass Sie selbst die Schuld tragen an der AfD von der Gründung und dem Aufstieg, angefangen von den unvernünftigen Euro-Rettungsschirmen und den Demokratiedefiziten in Brüssel bis zur Grenzöffnung und Einladung zur Masseneinwanderung auch für Nichtflüchtlinge. Und dass es dazu keine Opposition gab. Und das in einer Demokratie. Aber statt das zu analysieren, beharrt man auf seinem moralischen Schaulaufen, weil es sich so gut anfühlt. Aber damit löst man keine Probleme und man verliert auch Wahlen. Wir haben uns hier in der Bürgerschaft verschiedentlich über Ausgrenzungen bis an die Grenze der Legalität und darüber hinaus beklagt. Sie haben das nur abfällig kommentiert, statt zu argumentieren. Und ich habe sinngemäß an dieser Stelle gelegentlich gesagt, machen Sie nur so weiter, der nächste Wahltag kommt bestimmt. Letzten Sonntag war so ein Wahltag. Ich könnte auch sagen, ein Zahltag in der Währung der Demokratie, nämlich Wählerstimmen. Fangen Sie doch mal hier in der Bürgerschaft an, indem Sie unsere Anträge in die Ausschüsse überweisen. Einige Ihrer Parteifreunde sprechen davon, dass Sie die AfD in der Ausschussarbeit entzaubern wollen. Das würde ich. Werte Kollegen, das Wort hat der Abgeordnete Kruse und nur er. Ja, es entzaubern, das würde ich gern mal sehen, wenn Sie im Ausschuss uns entzaubern, zum Beispiel beim Antrag zum Institut für Datensicherheit, im Wissenschaftsausschuss oder im Schulausschuss zum Thema Leistungsklassen. Jetzt im Augenblick geht es sehr wohl darum, weil Sie alle reden ja über nichts anderes als über die AfD. Herr Kruse, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Sie alle wissen, die Deutschen haben am letzten Sonntag. Vielleicht haben Sie es nicht verstanden. Ich hatte gesagt, Ihre Redezeit ist abgelaufen, was man an dem Blinken sämtlicher Vielen Dank, Herr Präsident. Vorne haben erkennt.